Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von GTA 3. So, da ich ja im letzten Part, also im vorletzten, oder ne, doch im letzten Part nicht gemacht habe mit dem Päckchen sammeln, weil ich da irgendwie sicher gehen wollte, ob die Missionen da weitergehen, muss ich doch jetzt endlich mal mit anfangen. Und da ist gleich das erste. Zack, eingesammelt. Und weiter geht's. Gehen wir gleich auf die Karte gucken, wo dann so das nächste sein müsste. Und zwar ich weiß nicht, hier diese Straßen lang fahren. Hier ist übrigens der Tunnel. Ups, nein, nicht, bleib stehen, Auto, bleib stehen. Super. Okay, jetzt kann ich gleich mal meine Rennkünste unter Beweis stellen. Super, klasse. So war das jetzt nicht gedacht. Aber schauen wir uns dann mal hier den Tunnel an. Oder besser gesagt den Tunneleingang. Der ist halt noch nicht fertig. Wenn der Bau der Tunnel geöffnet ist, kannst du nach Staunton Island rüberfahren. Ja, der ist halt hier noch geschlossen wegen Baustelle und so. So, ich renne mal ein Stückchen. So, jetzt kann er ja hübsch lange rennen, der Tommy. Jetzt sah ich schon Tommy zu dem Claude. Gibt's das? Na, jetzt ist natürlich der Claude, der schön lange rennen kann. Und ich renne jetzt einfach mal hier diese Straße entlang. Und warum kann er so schön lange rennen? Weil wir die Sanitätermissionen gemacht haben. Gleich im dritten Part, wenn ich mich recht erinnere. Jetzt muss ich doch mal gucken. Müsste ja jetzt hier gleich irgendwo sein. Ja, laut Karte. Ich mache das natürlich mit Karte. Bin ja jetzt nicht so toll drauf, dass ich hier weiß, wo alle Päckchen rumliegen. Müsste eigentlich hier sein. Müssen wir noch kurz gucken? Auf der anderen Straßenseite. Okay. Oder ist das etwa da oben? Na. I don't know. Ich habe hier natürlich mehr oder weniger dummerweise habe ich hier ja nur eine Karte und habe da jetzt keine Ahnung, wo genau denn die Päckchen sind. Könnte natürlich das durchaus sein. Gibt es hier mal irgendwo ein Auto oder so? Doof, ich glaube, das Päckchen ist wirklich da oben drauf. Das heißt, wir müssen da irgendwie oben rauf kommen. Aber hier ist es nicht. Nee. Was ist das überhaupt für ein Laden? Ah, irgend so ein Laden halt. Ich würde sagen, wir schnappen uns dann mal das nächstbeste Fahrzeug. Und gucken, ob wir da nicht irgendwie aufkommen. Die sind nämlich hier auf der Karte schön nummeriert und ja, möchte ich dir dann schon gerne jetzt. Gibt's doch irgendwo Aufgang zu dieser Bahn? Auf der anderen Straßenseite. Schauen wir mal da hin. Oder? Hä? Moment. Ah, da ist der Aufgang. Da komme ich aber mit dem Auto nicht rauf. Nee. Da muss ich zu Fuß raufgehen. Dann gehen wir halt zu Fuß. Und ich muss aufpassen auf die Bahn, damit die mich nicht überfährt. Oh, das ist auch ein Info-Dingens. Mit der U-Bahn Linie L kannst du in Portland herumfahren. Drücke die F-Taste, um in eine U-Bahn einzusteigen. Ein- oder auszusteigen. So, ist das die richtige Richtung? Ich hoffe es mal. Ja, na, na, dann wird schon passen. Renne mal doch mal wegen. So, das müsste das Gebäude sein. Und was haben wir denn dann noch alles? Gehen wir erstmal. Hüpfen wir mal. Oh, ein Flammenwerfer, den reißen wir uns nochmal gleich unter den Nagel. Und hier irgendwo muss das Päckchen liegen. Schauen wir mal. Ja. Da ist es. Ich hab's gesehen, da ist es. Wunderhübsch, Päckchen Nummer 2. Gut, dann gehen wir jetzt zu Päckchen Nummer 3. Das muss ja auch gleich um die Ecke sein. Jetzt hüpfen wir erstmal wieder runter. Davon stirbt der Claude ja nicht. Und ich versuche jetzt nicht mehr Tommy zu ihm zu sagen. Aber ich muss jetzt erstmal gucken. Päckchen Nummer 3 müssen wir hier lang. Ja.
Gehen wir noch ein Stückchen weiter. Es müsste da gleich sein, eigentlich. Schauen wir mal. Ja, hier, da. Man sieht es schon auf dem Dach der Tankstellen Dingens da. Öffnen wir mal da so auf die Mauer. Und nein! Nicht runterfahren, Mensch, Claude. Du Trottel, wir müssen doch da rauf. Da bist. Na, ach komm. Mach kein Mitz hier. Ich glaube, wir gehen doch lieber wieder dahin. Und, ey, da ist ja ein Herzchen. Das sammeln wir doch gleich mal ein. Uns fehlt eben ein bisschen Energie. Und auf ein neues. Und jetzt mal gucken, dass wir da versuchen, nicht runterzufallen. Und weiter laufen und möglichst nicht da runterfallen. Nein! Och, nee! Jetzt, jetzt glaube ich, nach mir jetzt mal das nächste Auto. Na, der will mir das Auto nicht geben. Toller Mafiosi. Aber, ach, nö! Niemand will mir jetzt das Auto geben. Aber hier, komm, du gibst mir jetzt das Auto. Sag mal, Claude, bist du noch zu retten? Läufst du da so blöd an ihm vorbei, dass er wieder da weg kann? Dass er da vorbeifahren kann? Gibt's das? So, nein, du holst ja dein Auto nicht zurück. Warte mal, ich überfahre dich am besten mal kurz. Wo ist denn der Drecksack hier? So, ich hoffe mal, dass er sein Auto jetzt nicht wieder zurückholt. Und ich steig mal hier aus. So. Müsste jetzt eigentlich passen. Du kannst dir da ruhig dein Auto wiederholen, falls du noch da bist. Und? Na, wunderbar, der kann ja hübsch weit springen. Weil so weit war das jetzt eigentlich auch noch nicht. Gut. Gar nicht so einfach versteckt hier, die ganzen Päckchen. Dann haben wir hier in der Nähe gleich noch eins. Da holen wir uns aber erstmal ein Auto. Wir müssen ja jetzt nicht alles zu Fuß ablaufen hier. Oh, bin immer. Also ich habe zumindest mal vor, 20 Päckchen in dem Park hinzukriegen. Gucken, ob ich das schaffen werde. Och, scheiß Polizei. Jetzt muss ich hier die Karte gucken. Und gleichzeitig, wo bin ich denn hier eigentlich? Also ich bin mir relativ sicher, dass da in dem Autohaus hier ein Päckchen ist. Schauen wir doch mal. Da ist eins. Jawohl. So, dann... Welches waren das jetzt? Müsste eigentlich dieses gewesen sein? Gehen wir mal davon aus. Dann fahren wir mal hoch zu Salvatore's Villa. Da muss nämlich auch was sein. Sogar mehrere. Oder mindestens mal eins. Das andere könnte unten am Strand sein. Sorry. Würde eigentlich nichts tun, was meinen Stern weitere Kraft gibt, da zu bleiben. Aber das habe ich damit jetzt doch getan. Mein Stern gleich mal bestätigt. Oh. Na, was soll's. So, ich fahre mal. Ulala. Ich fahre wie ein Hänger. Da ist das Päckchen, aber mal gucken, ob wir da hinkommen. Ohne... Ach nö, komm. Junge. Da läuft auch immer die Musik, wenn ich das hier richtig höre. Ah, so ist recht. Machst du fein. Und Päckchen Nummer 5. Sag bloß, du kommst jetzt da nicht rübergesprungen. Komm, Junge. Junge, nein, ich möchte drum rumlaufen. Okay, ich werde wohl doch drum herumlaufen müssen. Okay, ich laufe dann halt drum herum. Ah, Mann, wäre ich direkt da reingelaufen, wäre besser gewesen. Aber kann nicht alles haben. Egal, 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 egal. Gehen wir zurück zum Auto und fahren so weiter. So, fürs nächste Päckchen muss ich nämlich schätzungsweise da runter. Bam!
Wäre schön, wenn du ganz bleibst, Auto. Na, den Gefallen tut mir dieses Auto natürlich nicht. Aber da haben wir immerhin schon das Päckchen. Rennen wir da mal hoch. Gut, Päckchen Nummer 6. Wo haben wir das nächste? Es könnte in diesem Tunnel sein. Ich würde sagen, ich renne jetzt mal da lang. Da steht doch nämlich auch immer ein Auto rum, oder? Wie war das? Ich könnte auch da hochrennen. Komm, Claude. Sei brav, renn da hoch. Und da stehen ja auch Autos rum. Und da kann ich mir so ein Mafia-Sentinel schnappen. Und mit dem dann dahin fahren. Ich denke mal, das mit dem Tunnel dürfte passen. Komm, steigen Sie ein. Und wir fahren. Irgendwie habe ich gerade die Tasten nicht richtig erwischt. Und wir fahren hier aber nicht direkt darunter, sondern... Upsa! Bam! Komm, dreh dich wieder auf die Räder! Dreh dich auf die Räder! Danke! So, da ist nämlich ein Tunnel. Ein Tunnel. Und wenn ich mich nicht richtig täusche, ist da ein Päckchen. So, die fahren wir mal kurz über den Haufen. Tut mir very traurig. Und du hast es auch. So, brauchen wir nicht. Die Mollys sammle ich natürlich ein hier von den Pennern. Waren das nicht vier? Ah, da ist die vierte Flasche. Wunderhübsch. So, das war Päckchen Nummer 7. Dann schauen wir mal weiter. Ich dürfte in der Tat das sein, was da auf der Karte so als Nummer 12 markiert ist. Wie fahre ich am besten? Ich fahre jetzt da direkt wieder raus vom Fahrschaden, du dummes Auto. Ja, das ist hier so ein alter Eisenbahntunnel, der mal irgendwie Bahn... sorry. So eine Art Hafenbahn oder so vom Hafen hierher gebracht hat. Hier war ja auch mal irgendwie mehr, als heute das der Fall ist. So, wie komme ich denn da? Ist eine Durchfahrt und da geht's raus. Das ist ja 8-Balls Werkstatt hier. So, dann fahren wir. Boah, scheiß Regen. Scheiß Regen. Aber echt. Der wirft meine ganze Fahrkünste hier über den Haufen. Der Regen. So, was ist. Ich muss mal hier kurz anhalten. Müsste ja. Wenn ich das mal so betrachte. Ich drehe mal kurz rum, damit ich das. Gerade richtig rumsehe. Gerade aus. Och, jetzt fahre ich hier ein paar Mafiosi um. Tut mir very traurig. Ja. Dann müsste direkt da ein Päckchen sein. Und ich habe noch keine 10 Päckchen, fast schon 5 Minuten, 15 Minuten gespielt. Und schon wieder ein Auto geschrottet. Da müsste doch ein... schon wieder mich erwischt hier. Hat schon wieder mich mit erwischt. Hey, was ist denn das da? Das ist diese Hausruine. Und wenn mich meine Karte hier nicht täuscht, oder verarscht, dann ist da auch ein Päckchen. Schauen wir uns das vielleicht mal zuerst an. Da ist es. Upsa. Dann laufen wir mal jetzt durch die Baustelle durch und... Da könnten wir gucken, ob wir das schaffen, da über die Mauer zu hüpfen. Ich vermute ja fast mal nicht und... Moment. Da kommen wir schon rein. Da kommen wir schon rein. Sag mal, komme ich da jetzt überhaupt nicht drüber gehüpft oder was? Na also, geht doch. Dann, was ist das jetzt für... Ah, Nummer 9... Auf meiner Karte ist es die Nummer 10. Wo ist denn hier der Ausgang? Ah, ja. So ist fein. Ich glaube, ich könnte mir mal wieder ein Auto organisieren. Du gibst mir dein Taxi.
Und ich weiß gerade nicht so ganz, wo ich hin will. Oder doch, hier runter. Na, aus dem Weg. Und zwar, hier muss ein Action sein. Ah, genau, in diesem Park. Ah, hier ist ein kleiner Park und ich steige mal lieber aus. Ich sehe hier gar kaum was. Haha, geil, wie ich den da auch geparkt habe. So, hier muss irgendwo ein Päckchen sein. Da ist wunderhübsch. Das ist 10. Ich glaube, jetzt haben wir die Pistole bekommen. Wo ist denn unser Auto? Ah, da. Ist doch runtergerutscht. Gut, ich habe es jetzt gar nicht mehr gelesen, aber ich glaube, es ist die Pistole. Das war jetzt hier. Dann ist in diesem Teil des Parks da auch noch, wahrscheinlich hier zwischen den Büschen. Gehen wir mal gucken. Klingt auch schön, das Telefon, aber diesmal mit Symbol davor. Und dann haben wir da noch ein Päckchen. Ja, ein paar mache ich noch. Auf jeden Fall. Mal angucken, wo das denn ist. Halt, ich war ja völlig falsche Richtung. Da muss ich lang. Und hier durch. Aus dem Weg, ihr Leute. Danke. Geht mir doch aus dem Weg. Macht mir doch nicht alle im Weg rum. Wo geht's denn hier nach innen? Da muss doch irgendwo ein Eingang sein in diese Siedlung da. Ah, da ist ein Eingang. Und da muss auch irgendwo ein Päckchen sein. Na, da ist es nicht. Dann wahrscheinlich eher hier. Und hier überall diese Rampen. Das erinnert mich natürlich immer wieder an. Ich glaube, da fahre ich lieber nicht durch. Gehen wir doch zu Fuß. Gehen wir zu Fuß, wir können es ja. Ich glaube, ganz hinten ist es drin. Na, da ist es. Dann haben wir jetzt 12 Päckchen. Wunderhübsch. Das passt zu der Zahl auf meiner Karte, die ich schon gemacht habe. Habe ich Nummer 12 schon eingesammelt. Und mal gucken. Dann sind da auch noch ein paar. Die würden sich eigentlich noch anbieten zu machen. Deshalb mache ich noch ein paar. Weil wir haben jetzt gerade. Ist eigentlich schon genug für den Part. Aber ich glaube, ich mache jetzt trotzdem noch ein paar Päckchen. Oder wenigstens eins. Mal gucken. Ja, ich glaube. Schau mal, das ist jetzt 13 und 14. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Doch, hier muss ich lang. Wo zum Geier soll dieses Päckchen sein? Okay, muss es auf das Haus raufgehen. Oder so. Na, schauen wir mal. Fahren wir mal da drum herum. Ach, das ist doch Tonis Laden hier. Genau, Toni hat doch da ein paar Treppen. Jawohl, da hat er ein paar Treppen. Und ich glaube, das sind auch noch gleich 2 Päckchen. Also sammle ich jetzt insgesamt 2 Päckchen noch ein. Schauen wir mal. Und genau, da ist schon eins. Und ich glaube, darüber klettern ist noch eins. Schauen wir mal. Und zwar hier irgendwo. Wenn ich mich nicht täusche, hier zwischen diesen Schächten da, oder was das ist. Ah, da ist an dieser Ecke. Genau, das ist ja diese Nummer 13, die ich da eben hatte. Die ich da eben gesucht habe. Ja, genau, das ist auf dem Dach dieses Hauses. So, ich würde mal sagen, soll ich vielleicht noch eins? Oder mal gucken. Das dürfte eigentlich noch recht einfach zu finden sein. Ich hüpfe jetzt erst einmal hier runter. Was soll's. Verlieren wir halt noch ein wenig Energie. Und rennen wir mal nach da lang. Und genau. Hier die nächste Einfahrt rein. Und da ist da auch noch so ein Glashaus irgendwo. Na, hier muss irgendwo ein Päckchen sein, wenn ich das
Oh, ein Amoklauf, den müssen wir auch noch machen. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, hier ist ein Päckchen. Irgendwo. Wenn ich es denn finde. Ah, da oben. Wunderbar. So, gut, jetzt haben wir 15. Das ist ungefähr die Hälfte von den Päckchen, die man hier auf Nordland kriegen kann. Also soll ich das in dem Schaukasten noch holen, oder? Ah, ich bin jetzt so schön im Päckchen-Sammelfieber. Ich würde jetzt gerne schon noch eins holen oder so. Jetzt haben wir das geholt. Da hinten müsste noch was sein. Was ist... Magst du da runterhüpfen? Danke. Ja, gute Frage. Wo ist da das Päckchen? Da ist auf jeden Fall irgendwo ein Päckchen. Ist halt die gute Frage, wo, ne? Ah, nein, ich glaube, das ist das... ist eines der Päckchen, das ich nicht kriegen kann. Genau, das ist in der U-Bahn. Gut, das heißt also, ich hole mir jetzt noch ein Auto. Und das müsste doch... Da sind doch Glasfenster. Da ist nämlich auch noch ein Päckchen drin, das hole ich mir jetzt noch. Das kann ich jetzt nicht liegen lassen mehr. Wo ich doch gerade wirklich direkt nebendran bin. Wo ist es denn? Ah, hier. So, aber jetzt genug für den Part. Genug Päckchen gesammelt. Macht's gut und ciao.